Hallo und herzlich willkommen zu Jahresabschluss. Wir sind jetzt hier bei der Aufgabe 2. Und wie ist der Firmenwert in der Handelsbilanz zum 31.12.2010 und zum 31.12.2011 zu bewerten, also und auszuweisen? Okay, bevor wir halt das Ganze halt hier durchspielen, erstmal die Theorie dazu. Und das, was wir rechnen müssen, und dann das ausgeschriftlich, also was wir halt schriftlich festlegen müssen. Also, wir haben hier eine rechtliche Sache, und das Ganze geht halt unter dem Begriff oder ist verbreitet unter dem Begriff derivativer Firmenwert. Also, wenn wir das Ganze übernommen haben, derivativer Firmenwert. Und Firmenwert. Und da haben wir, das ist halt wichtig, einen Aktivierungszwang in der Handelsbilanz. Und ein Aktivierungszwang in der Handelsbilanz wird auch in der Steuerbilanz durch den Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 4. Satz 4, also hier Aktivierungszwang für beide. Aktivierungszwang. Gut, dann unterteilen wir das Ganze ja in Handelsbilanz, also Handelsbilanz. Auf der einen Seite und natürlich Steuerbilanz auf der anderen. Gut. Also, in der Handelsbilanz haben wir noch folgenden Paragraphen. Das ist also, oder haben wir die Unterschiede hier der Nutzungsdauern. Das wird halt linear abgeschrieben in beiden, also linear und halt hier auch linear. Wird das abgeschrieben. Und das Lustige ist, bei der Handelsbilanz ist das quasi aus einem Umkehrschluss, aus einem Paragraphen, nämlich den Paragraphen, dem Paragraphen 285 Nummer 13. Hast du hier oben natürlich auch H. Absatz 1, Satz 4. Habe ich dort oben vergessen? Einen Augenblick. Gerade sagen. Satz 4. Satz 4 HGB. Und hier haben wir also den Paragraph 285 Nummer 13 HGB, der uns das Ganze halt für die Steuerbilanz macht. Hier ist halt zu wissen, dass das ein Umkehrschluss ist und der Umkehrschluss bezieht sich auf die Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer ist bei beiden unterschiedlich, nämlich bei der Handelsbilanz ist sie 5 Jahre, also hier haben wir einen relativ hohen Wert, wir werden gleich sehen hier unten. Hier in der Steuerbilanz wird auch linear abgeschrieben, jedoch regelt ein anderer Paragraphen die Nutzungsdauer, nämlich der Paragraph 7, also ist ja Abschreibung, da haben wir ja wie von der AFA halt her immer meistens mit dem Paragraph 7 zu tun und hier ist es der Absatz 1
Und der Satz 3. Satz 3. ISTG. Und der besagt einfach, dass hier die Nutzungsdauer gleich 15 Jahre ist. Gut. Das ist ja auch wieder so ein Fall, wo die Handelsbilanz nicht gleich der Steuerbilanz ist. Ganz klar, die höhere Nutzungsdauerlaufzeit sorgt dafür, dass der Betrieb halt kleinere Werte zum Abschreiben hat, also damit halt auch nicht die Steuerbilanz gut drücken kann und wesentlich mehr halt an Steuern vermutlich am Ende zahlen muss, als wenn er, sage ich mal, die gleiche Methode oder die gleiche Wahl in der Handelsbilanz hätte. Gut, das wäre es zur Theorie zu den beiden. Das Bild speichere ich ab und verwende es halt nochmal. Und ja, falls ihr dazu jetzt noch Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wären wir mit der Theorie durch. Kommen wir also jetzt hier zu unserer Aufgabe. Wir sollen halt jetzt den Handelsbilanzbereich abarbeiten. Wir hatten den derivativen Firmenwert halt schon ermittelt. Das war 1.200.000 in der Aufgabe 1. Und jetzt sollen wir das Ganze halt für das Ende des Jahres 2010 und dann 2011 machen. Also das Ganze halt für 2010. Aus der ersten Aufgabe, wie gesagt, ging hervor, dass wir einen derivativen Firmenwert von 1,2 Millionen halt haben, also 1.200.000. Gut, das ist unser Wert und den müssen wir abschreiben. Wir sind in der Handelsbilanz. In der Handelsbilanz haben wir gesagt, geschätzte Nutzungsdauer ist gleich 5 Jahre. Und wir schreiben linear ab. Und das heißt, dass wir 1.200.000 jetzt durch 5 teilen können. Also können wir 240.000 im ersten Jahr abschreiben. 240.000. Jetzt wollen wir ja aber den Firmenwert wissen. Hier auch Euro. Den Firmenwert wissen zum Jahr, zum 31.12.2010, also 31.12.2010. Na, der Firmenwert ist dann nämlich die 1,2 Millionen minus 240. Also eingetippt 2010 ist gleich 960.000. Gut. Und dann Firmenwert, dann werden halt nochmal 240.000 halt abgeschrieben und dann kommen wir auf den Firmenwert am 31.12.2010. Gut. Dort nochmal 240.000 abgezogen. Kommen wir auf 720.000. Okay. Das wäre erstmal das, was gerechnet wurde. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch schön zu Papier bringen. Also dort werde ich jetzt eine neue Seite ganz aufmachen. Und dann schreiben wir das Ganze gut hin.
Und das sieht dann wie gefolgt aus. Also, wir haben es hier mit derivativer Firmenwert zu tun. Derivativer Firmenwert führt, haben wir, muss aktiviert werden. Wird werden in Klammern Aktivierungszwang. Aktivierungszwang gemäß Paragraph 246 Absatz 1 und dort Satz 4. Gut. Gemäß Paragraph 14 Satz 4. Dann als nächstes der Firmenwert. Firmenwert wird in der Handelsbilanz ich kürze das mal ab mit HB, sonst schreibe ich hier drei Seiten voll Handelsbilanz über die geschätzte Nutzungsdauer von 5 Jahren. Jahren, in Klammern Umkehrschluss. Aus Paragraph 285 Nummer 13 HGB. Der Firmenwert wird in der Handelsbilanz über die geschätzte Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Genau. Gut. Jetzt geht das weiter. Jetzt müssen wir nur noch die Werte halt hinschreiben. Der Firmenwert beträgt 31.12.2010 960.000 sind 1.200.000 minus oder Euro abzüglich, ja auch Euro abzüglich züglich der jährlichen Abschreibung von 240.000
Der Firmenwert beträgt am 31.12. 960.000, das sind 120.000 abzüglich der jährlichen Abschreibung. Der jährlichen Abschreibung von 240.000, das sind ein Fünftel, des Firmenwerts. Punkt. Und jetzt das Ganze halt nochmal für den 31.12.2011. Also der Firmenwert der Firmenwert beträgt trägt zum 31.12.2011 720.000 und das sind 1.200.000 minus oder abzüglich der jährlichen oder der Abschreibung von 240.000 jährlich für die Jahre 2010 und 2011. Gut. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wäre es das hier zu der Aufgabe.